Hallo und herzlich willkommen heute vom 13. Bundesparteitag der AfD hier in Riesa. Und ich sitze mit unserer frisch gebackenen Bundesvorsitzenden Dr. Alice Weidel zusammen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön, Mary, für deine Zeit. Alice, es war ein unglaubliches Ergebnis. Hättest du denn damit gerechnet? Um ehrlich zu sein, nicht. Also ich wusste, dass der Parteitag sehr schwer wird. Wir haben ja auch ganz viele verschiedene Lager und Strömungen hier. Und ich wusste schon, dass das nicht so gut lesbar ist. Aber mit so einem guten Ergebnis habe ich in der Tat nicht gerechnet. Wieso hast du dich denn diesmal dafür entschieden, doch Bundessprecherin zu werden? Das ist ja keine Idee, die so über Nacht kommt. Na gut, also wir hatten ja ursprünglich eine Einzelspitze mit dem Tino Chrupalla geplant. Die habe ich ja auch bis zuletzt unterstützt. Und wenn sich der Parteitag daneben dagegen entscheidet, dann muss ich einfach in die Bütt gehen. Ich habe mich auch sehr lange dafür eingesetzt, dass man eine Alternative sucht zu mir, weil ich bin eine ganz große Verfechterin, dass wir mehr Köpfe haben an der Spitze, ne? Dass wir auch mehr Gesichter haben. Und da habe ich mich jetzt auch über Monate wirklich auf die Suche gemacht, habe mit einigen Leuten auch gesprochen. Aber ja, am Ende musste ich dann eben auch in die Bütt. Ich mache das sehr, sehr gerne. Aber es wird jetzt höchste Zeit, dass ich den Landesvorsitz abgeben kann, weil das ist dann jetzt schon eine große Aufgabe, jetzt Bundessprecherin zu sein. Definitiv. Und das Feedback war ja auch unglaublich positiv. Auf den neuen Bundesvorstand warten ja auch große Herausforderungen. Was ist denn mit unter anderem eines der größten Herausforderungen, die du jetzt vielleicht auch anpacken möchtest oder vielleicht auch dein Ziel ist so für die nächsten Jahre? Ja, da hast du völlig recht. Also die Partei hat schon bessere Zeiten erlebt und das haben wir ja auch auf dem Parteitag gehört. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht. Also dafür ist ja auch ein Parteitag da. Wir haben die letzten Landtagswahlen, da haben wir wirklich ordentlich Wähler verloren. Auch konnten wir Nichtwähler eben nicht mobilisieren, wie wir es in der Vergangenheit konnten. Und da müssen wir uns das sehr genau analytisch anschauen, woran das eigentlich liegt. Ja, und warum wählen uns die Leute nicht mehr? Wir hatten ja Kernthemen wie zum Beispiel jetzt 2 Jahre Corona-Maßnahmenpolitik. Davon konnten wir eben nicht profitieren. Das muss man ganz klar konstatieren. Und die größte Herausforderung ist, wie präsentieren wir uns gegenüber unseren Wählern? Wie machen wir uns attraktiv? Denn wir haben eine ganz wichtige Wahl vor der Tür, die Niedersachsenwahl jetzt im Oktober. Darauf müssen wir uns unglaublich konzentrieren. Wir haben jetzt schon große Herausforderungen, überhaupt eine Halle zu finden für die Aufstellungsversammlung. Also da wird jetzt der Bundesvorstand prioritär eingreifen, um Niedersachsen zu unterstützen, dass das auch alles am Ende gut rauskommt. Und ich persönlich werde viel Wahlkampf im September und Oktober in Niedersachsen machen, um den Landesverband daneben auch zu unterstützen, nach allen Kräften. Um gerade so einen Wahlkampf auch anzugehen, braucht man auch eine starke Mannschaft hinter sich. Bist du denn mit dem restlichen Bundesvorstand zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Also es ist ja auch ein Tableau, was wir auch vorher sondiert hatten. Schau mal, wir haben viele, viele kompetente Leute mit viel Berufserfahrung da drin. Und ich glaube, dass die Priorisierung in diesem Vorstand die richtige ist. Vielleicht noch eine letzte Frage, aber es wurde ja auch gesagt, gerade von vielen jungen Mitgliedern der AfD, die sind dir unglaublich dankbar, dass du doch zum Schluss nochmal gesagt hast, dass auch mal die Jugend vorangehen muss, dass man jetzt auch mal junge Menschen im Bundesvorstand wählen muss. Welches Zeichen geht denn jetzt auch davor her, dass auch mal 2 junge Kandidaten mit dabei sind? Ja, ein ganz wichtiges. Also ich glaube, dass man die junge Alternative unbedingt, du bist ja auch in der jungen Alternative, auch im Bundesvorstand, dass man die junge Alternative unbedingt in den Vorständen der Mutterpartei einbinden muss. Und die junge Alternative, die brauchte auch eine Stimme. Also wir haben auch im Landesverband Baden-Württemberg haben wir den Landesvorsitzenden kooptiert. Der sitzt dort im Landesvorstand. Und jetzt finde ich es angemessen, dass sie da auch immer ein Vertreter, ein stimmberechtigtes Mitglied drin haben müssen. Und dementsprechend habe ich auch Carlo Clemens so bei seiner Kandidatur unterstützt. Es kam unter den Kommentaren jetzt auch zum Livestream so oft die Frage, und deswegen muss ich sie dir stellen, klar, ob du Star Wars-Fan bist. Das bin ich in der Tat. Sehr gut. Warum? Das Imperium schlägt zurück. Und einige haben auch geschrieben, das ist ja gerade so die Episode, in der halt Luke Skywalker sozusagen bei Meister Yoda die Macht erlernt. Ja. Und wer für dich den Meister Yoda sei. In der Partei. Ich hätte jetzt gesagt, sofort ist mir Alexander Gauland eingefallen.
Aber das ist so ein bisschen, also ich bitte nicht bildlich sehen, aber mir ist sofort Gauland gerade eingefallen. Sehr gut. Ja, genau. Liebe Alice, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allem in diesem stressigen Parteitag. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, liebe Mary. Danke, dass ich hier sein durfte.